Hey, willkommen zurück. Ich bin der Stempler und heute basteln wir diese fantastische Karte. Das ist eine interaktive Karte und die liebe ich total. Und zwar, wenn man hier zieht, kommt ein Spruch zum Vorschein. Finde ich total cool. Und die ist ganz einfach gemacht. Das geht wirklich leicht. Und das zeige ich euch jetzt. So, nachdem die relativ viele Teile hat, glaube ich, zeige ich euch am Anfang gleich mal alles, was wir brauchen. Dann könnt ihr nämlich sogar mitbasteln, wenn ihr das Video zum zweiten Mal anschaut. Okay, und zwar, wir brauchen eine Kartenbasis, die ist standardmäßig einfach 29 x 10,5, gefällt es bei 14,5. Die ist aus extra starkem Farbkarton in Vanille. Vanille, weil die Farben dann doch eher blumig sind und das Weiß war mir zu krass, deswegen hier Vanille. Und extra stark, weil es eben eine Kartenbasis ist. Okay, dann brauchen wir noch zwei bunte Streifen, und zwar 6,5 x 14,5, das ist Olivgrün, und 5,3 x 14,5, das ist Himbeerrot. Die kommen nachher so aufeinander. Dann brauchen wir noch, das ist jetzt der ganz normale Farbkarton in Vanille, und zwar dieses Stück hier ist 7 x 9 cm groß, und dieses Stück ist 6,5 x 4 cm groß. Und dann braucht ihr noch Ausstanzungen. Und zwar habe ich hier genommen, die bestickte Etiketten heißen die, glaube ich. Das Stempelset dazu ist ganz nett. Die Stanzformen sind absoluter Kracher. Ich finde die ein Must-Have für jeden fortgeschrittenen Bastler. Dieses Bestickte ist sowieso gerade total in und die lassen sich auf hunderte Arten kombinieren. Und hier habe ich einfach mal das ganz große und das kreisrunde Etikett ausgestanzt aus Vanille und Himbeerrot. Genau, an dieser Stelle auch nochmal, die Karte ist natürlich auch bastelbar, wenn man die Stanzform nicht hat. Da müsst ihr euch einfach was ausdenken. Ihr könnt ein Oval ausschneiden oder ein Wellenoval oder ihr lasst diese Lage ganz weg und nehmt hierfür einfach eine Kreisstanze oder sowas. Da müsst ihr euch was einfallen lassen. Ich finde nur die Optik von den bestickten Teilen total klasse. Gut, und dann braucht ihr noch vier Ausstanzungen. Ich habe die Metallicfolie in Gold genommen. Und zwar ist das hier eine alte Kreisstanze, das ist ein 3/4 Inch, ungefähr 1,92 cm breit sind die. Nehmt da einfach, was ihr findet. Guckt eure Stanzformen durch, vielleicht findet ihr was in der Größe, ansonsten schneidet es euch einfach aus. Es geht ja auch ein kleines Quadrat oder ein Dreieck oder irgendwas. Es ist ja nur ein Stopper, der das Band davon hindert, hier untergezogen zu werden. Und was ihr da nehmt, ist völlig egal. Guckt einfach durch und schaut, was ihr habt. Gut. Okay, das kommt jetzt alles zur Seite und wir fangen an. So, als allererstes, ich falte mal gerade die Kartenbasis. Dann ist das auch mal gemacht. Gut. Und zwar würde ich sagen, wir beginnen mit dem Stempeln. Und zwar die Lage in Himbeerrot und das Stempelkissen in Himbeerrot. Und ich benutze übrigens das Set Pop of Petals. Das ist ein super Anfängerset auch übrigens, weil ganz viele tolle Bilder sind und auch ein bisschen Grünzeug, ein Schmetterling. Das ist super vielseitig einsetzbar und das Allerbeste, es gibt eine passende Stanze dazu, sodass ihr ganz viel Plastizität in eure Karten bekommt. Finde ich wunderbar, das Set. Ich habe mich hier für diese Blume entschieden und diese Blume hier benutze ich als Blätter. Und wir benutzen jetzt den Stempel für die Hintergrundgestaltung. Das kann erstmal noch aus dem Weg. Genau, hier ist dieser Drei-Blumen-Stempel. Der kommt einfach hier immer wieder über den Hintergrund gestempelt. Normalerweise drehe ich Hintergrundstempel gerne beim Stempeln, dass das Motiv sich nicht genau wiederholt. Aber nachdem hier nur drei drauf sind, würde man das dann sehen und dann würden die gleichen Blumen viel zu nah aneinander kommen. Deswegen, ja, ihr kriegt das hin. Einfach übereinander stempeln. Dieser Teil hier ist sowieso verdeckt, also wenn ihr hier mehrere übereinander bekommt, macht es nichts. Füllt einfach den Farbkarton ein bisschen aus. Super. Dann habe ich noch einen Streifen in Vanille zum Bestempeln. Und zwar mit eben besagter Blüte. Auch in Himbeerrot. Perfekt. Und jetzt kommt das Himbeerrot noch nicht weg. Ich nehme mir noch einen Blenderpen. Und da gehe ich ein kleines bisschen hier in die Farbe rein. Ich habe das Stempelkissen so gedrückt und dann kommt die Farbe in den Deckel. Und damit streife ich jetzt einfach drei Streifen in jedes Blatt. Ich male die gar nicht aus, ich male einfach drei Streifen rein. Für ein bisschen Tupferfarbe. Auch die Mitte kann man ein bisschen ausmalen. Da kommt zwar ein Glitzerstein drüber, aber so, dass man nichts sieht.
Okay, das war es auch schon für Himbeerrot. Ach, Moment, wir können noch was auf die Karteninnenseite stempeln. Ha, das vergesse ich immer. Ich wollte mir das eigentlich mal angewöhnen, dass ihr auch immer seht, was man auf die Innenseite stempeln kann. Ich würde sagen, das halten wir jetzt einfach ganz einfach. Und zwar gibt es hier oben die drei Blüten und da unten diese hier. Perfekt. So. Und die andere Blüte, die ein bisschen aussieht wie Blätter, wird gestempelt mit dem Stempelkissen in Olivgrün. Ihr seht also, man braucht auch nicht viel für die Karte. Das sind jetzt zwei verschiedene Farben. Nehmt einfach, welche ihr habt. Ja, auch schön. Na, wobei hier die Ecke ist ein bisschen unsauber. Das stempel ich lieber nochmal. Ja, besser. Gut. Und jetzt kommt der allerbeste Teil, das Ausstanzen. Bei diesem Set gibt es einen Trick zum Ausstanzen, der wird mal in einem Tims Tipps Video erwähnt werden, nachdem die Blüte hier nicht symmetrisch ist. Das hat mit diesem schwarzen Punkt hier zu tun, den ich auch auf die Stempel drauf gemalt habe, damit ich weiß, warum ich die stempeln muss, dass das in die Schanze nachher passt. Ah, Mist, jetzt habe ich das hier zerstört. Dann ganz schnell nochmal machen. Das war natürlich jetzt doof. Kann ich nochmal das mit dem Tipp zeigen. Also ihr stempelt immer diesen Punkt nach unten rechts, der ist nicht auf den Stempeln schon drauf, den habe ich drauf gemalt mit dem wasserfesten Stift. Aber wie gesagt, da kommt auch ein Tims Tipps Video raus, ich weiß nur nicht wann. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Man könnte es auch ausmalen, wenn man wollte, aber ich finde, so hat es auch was. Okay. Das ist die zweite Blüte. Okay. Jetzt. Ach nein, eine Sache müssen wir noch stempeln und zwar den Spruch. Der Spruch kommt auf die beiden Rechtecke, die ihr habt, davon das kleinere. Und zwar legt ihr euch den quer. Den Spruch habe ich auch in der Blütenfarbe gemacht. Und zwar ist der Spruch zusammengestückelt aus dem Set Gut gesagt. Das ist ein doppeltes Set mit ganz vielen Sprüchen drin. Und da habe ich mir jetzt zusammengestückelt Glückwünsche zum Geburtstag. Da seid ihr natürlich total frei. Ihr könnt auch jeden anderen Grußstempel nehmen, den ihr so rumfliegen habt. Halt, der halt ungefähr da reinpasst. Da seid ihr aber ganz frei. Und das wird jetzt einfach hier hingestempelt und zwar eher nach rechts. Weil das linke ist nachher gerade so noch verdeckt. Also rutscht den ruhig ein Stück weiter nach rechts. So zum Beispiel. So, aber jetzt ist gut mit Stempeln. Jetzt wird es schon zusammengesetzt. Und zwar brauchen wir noch die Stanze, dekorative Details heißt die, glaube ich. Das ist so eine Trio-Stanze, da sind drei Stanzformen drin und wir benutzen die jetzt auch alle drei. Und zwar mit dem großen Stück in Vanille. Zuerst dieses filigrane Muster hier schön in die Ecke anlegen. Ich nehme übrigens zuerst das filigrane Muster, weil dann die Ecke noch existiert. Die runden wir nämlich gleich ab, aber noch existiert die und dann kann man die schöne da anlegen. Wenn ihr die erst abrundet, dann ist es viel fummeliger, die hier reinzubekommen. Und jetzt eben alle Ecken nochmal hier in den Eckenabrunder. Immer übrigens schön mittig drücken, also nicht hier drüben oder so, sondern einfach schön mit der flachen Hand auf die Mitte. So. Gut. Dann haben wir jetzt das. So. Also. Ach genau. Ich habe gesagt, wir benutzen alle drei. Wir benutzen nämlich auch dieses hier, um das Band nachher durchzufädeln. Und was wir dafür machen, ist, wir legen das hier rein und das ist übrigens einfach nur so Pi mal Daumen, dass diese Spitze hier ungefähr in der Mitte ist. Ihr habt auch hier nochmal so eine Markierung. Die könnt ihr auch ungefähr in die Mitte setzen. Das könnte man sich anzeichnen, aber da bin ich viel zu pragmatisch für. Einfach in die Mitte ausstanzen und dann habt ihr hier eine kleine Öse. Das macht ihr auf der anderen Seite auch. Und was wir dann noch machen, weil dieses Band ist zu breit für einfach eine so eine ganz normale Öse, deswegen müssen wir das ein bisschen verbreitern. Und das mache ich auf der Unterseite. Man sieht, so ist die Ausstanzung. Und jetzt schiebe ich das einfach so, dass ein Stückchen lila wieder ist. Nicht so doll, vielleicht so oder so. Und das mache ich einmal links, einmal rechts und dann ist eure Öffnung größer.
Und da passt dann auch das Band durch. Passt mir übrigens hier auf, dass ihr nicht so, weil hier kommen natürlich die scharfen Stanzteile raus. Also drückt mit der flachen Hand so, dass ihr hier nicht die scharfkantigen Teile erwischt. Also ein klein bisschen nach links. Oh, jetzt sieht man nichts. Ein klein bisschen nach rechts. Und et voilà. Euer Stanzloch ist ein bisschen größer geworden. Wenn wir es schon von dem Band haben, ich benutze aus der Magnolien-Produktreihe dieses Band, das kommt im Kombipack, ein ganz, ganz, ganz dünnes grünes. Da hast du es schon viel benutzt, das sieht man, das ist total klasse, um das irgendwo drunter zu fummeln als kleine Deko-Akzente. Und dieses etwas breite hier, das ist total weich, das hätte ich gar nicht gedacht und das eignet sich hier super für. Ihr könnt im Prinzip aber alles nehmen, was ein bisschen flacher ist. Also dieses eignet sich nicht oder auch so eine Kordel, da wäre ich vorsichtig mit. Mal gucken, ich werde es mal die Tage ausprobieren. Ich empfehle eher was Flacheres, das da drauf liegen kann, damit ihr den Spruch da nachher auch drauf haben könnt. Was würde sich noch super anbieten? Zum Beispiel dieses hier, das geraffte Geschenkband aus den Blüten der Erinnerung. Oh, das sieht doch auch toll aus, wenn man hier, das ist Rokokorosa, also wenn man jetzt Rokokorosa benutzt hätte. Oh, das sieht bestimmt cool aus. Das Original, das ich mal gebastelt hatte, hat dieses Band hier benutzt. Das ist aus dem letzten Katalog, das Teestunde-Band. Aber das ist natürlich jetzt gar nicht mehr verfügbar, deswegen wir bedienen uns jetzt mal mit diesem hier. Und was wir einfach noch machen, ist, wir fädeln das durchs Loch von unten, sodass es über dem Muster läuft und hinten wieder runter. Einfach mal durchfummeln. Wir schneiden es auch gar nicht ab. Das machen wir nachher, dann sparen wir ein bisschen Band. Okay, was machen wir noch? Wir kleben dieses Etikett hier gleich da drauf. Und zwar benutze ich dafür Abreißklebeband. Nachdem dieses Band hier ein bisschen breiter ist, passt hier auch ein bisschen Abreißklebeband drauf. Und dann nehme ich mir einfach hier einen guten Streifen und mache den so, sodass hier ein Stückchen übersteht, ein kleines bisschen, und klebt den dann einfach auf das Band drauf. Zieh das ab. Und dann setze ich mir den Spruch hier möglichst mittig natürlich hier drauf, sodass links noch ein Stückchen frei ist. Das muss nicht perfekt sein, das positionieren wir uns gleich so, wie wir es brauchen. Perfekt. So, was wir jetzt machen, ist, wir kleben dieses Stück da drauf. Dafür nehme ich den Flüssigkleber. Und jetzt passt mir natürlich auf, dass sich hier die Sachen nicht festklebt. Also nur links und rechts davon und natürlich gut in der Mitte. Nicht so viel, das darf auf keinen Fall raussauen unter den Rändern und am Ende euer Band festkleben. Aber so wird das hier aufgesetzt. Das schließt links und rechts bündig an und oben und unten habt ihr eben diese Kante. Auch umdrehen und festdrücken. Und das hier kann auch schon so, wie es ist, auf die Kartenbasis. Die ist mir nur vom Tisch gesegelt, als ich vorhin so heftig gestanzt habe. So, und auch das kann man mit Flüssigkleber einfach aufkleben. Da könnt ihr es jetzt aufs Ganze hinten drauf machen. So, und das kommt jetzt auch einfach in die Mitte. Ja, passt doch super. Wo ist mein Falzbein? Hier drüben. Super. Okay. Jetzt diese Lage hier aufeinander, nämlich das hier und das Bestickte. Nachdem das hier der dünne Farbkarton ist, benutze ich da jetzt doch lieber wieder Snail, sonst drückt mir am Ende die Klebespuren, sonst drückt sie durch. Vor allem, weil es ja komplett weiß und nicht bestempelt ist. Nicht, dass man die am Ende sieht. Klebe ich das so auf. Und jetzt widmen wir uns dieser Blüte. Und zwar ziehe ich mir die so über mein Falzbein drüber, aber nur so ein bisschen, also nur die Ränder bei den Blättern und bei der Blüte ein bisschen mehr, aber auch nicht zu krass. So. Und die können wir ruhig mit Flüssigkleber aufeinander kleben, weil da kommt ja in der Mitte ein Glitzerstein drüber, das sieht man nachher nicht mehr. So, also hier ein bisschen drauf. Und jetzt klebe ich mir die auch nicht perfekt hier übereinander, sodass es genau auf die Lücken geht, sondern ein kleines bisschen versetzt. Sieht irgendwie einfach ein bisschen natürlicher gewachsen aus und nicht ganz so platziert. Und auch das hier kleben wir mit ein bisschen Flüssigkleber einfach auf diesen
Kreis drauf. Cool. So, das setzen wir nachher erst auf. Wir widmen uns kurz diesem Ding hier. Und zwar kommen da jetzt Dimensionals drunter. Und zwar mal schauen. Ich würde sogar... Ja, wir nehmen die Dimensional Render. Also wenn ihr die Render am Ende übrig habt, dann kann man die immer noch verwerten. Und wir nehmen da einfach zwei Streifen, damit es ein kleines bisschen länger ist. So. Und das kleben wir unten und oben an dieses Stück hier dran. Abziehen. Und dann drüber setzen. Und zwar müsst ihr jetzt gar nicht hier auf das hier achten. Setzt es einfach mittig drauf, so wie es euch gefällt. Beziehungsweise wir ziehen das hier mal rüber, so wie es uns gefällt, so dass es gerade so vielleicht nicht anliegt. Und dann muss das hier auf jeden Fall so drauf gesetzt werden, dass das hier überlappt, dass das nicht rausgeht, weil sonst verhakt es sich beim wieder zurückgeben. Deswegen muss das hier auf jeden Fall bedeckt sein, was es hier tut. Ist also perfekt. Jetzt kleben wir das hier noch auf mit Dimensionals. Hier dreibeinige Hocker stehen am besten. Diese Blume kommt hier drauf. Ich finde, das sieht sehr edel aus. Und da setzen wir auch gleich den Glitzerstein rein. Und zwar kommt der aus den facettierten Glitzersteinen in Gold. Und zwar, so viele sind da drin, nehme ich hier einen der mittelgroßen. Die sind selbstklebend, die muss man nur abziehen, wenn man es denn hinbekommt. Und der kommt hier in die Mitte unserer Blume und funkelt total. Super toll. Eignen sich übrigens auch super für die Gänseblümchen, diese Steine. Die sind klasse. So, alles was jetzt noch übrig bleibt, ist unsere Stopper zu installieren. 1, 2, 3, 4. Da nehme ich auch was, was sofort klebt und super hält. Ich meine das Abreißklebeband. Könnte man auch mit Flüssigkleber machen, aber das dauert mir zu lang, bis der trocken ist. Deswegen kommt da auf die Rückseite einfach ein bisschen von dem Abreißklebeband. Und nachdem eine Schicht ein bisschen schmal ist, mache ich da auch noch eine zweite drüber. Aber erst nachdem wir unser Band eingesetzt haben. Und zwar ziehen wir das jetzt so weit rüber, bis dieses Schild gerade so verschwunden ist und dann vielleicht noch einen Millimeter hinterher. Und setzen dann, muss man eine kleine Schere, hier, das kann ein bisschen eingekürzt werden. Und setzen dann diesen Kreis hier perfekt ans Ende. Der fungiert dann als Stopper, sodass das Band nicht, gar nicht weitergezogen werden kann. Das ist immer ein Problem bei den interaktiven Karten. Ist nicht, wie macht man, dass es sich bewegt, sondern wie macht man, dass es sich nicht weiter bewegt. Aber so geht es total easy. Und dann bedecke ich hier einfach nochmal die ganze Fläche, so gut wie es gerade geht, mit dem Abreißklebeband. Abziehen und einen zweiten Kreis draufsetzen oder was auch immer ihr euch ausgesucht habt. Ich finde übrigens, ich habe Gold gewählt, weil sich das mit dem Glitzerstein ergänzt. So, und jetzt zieht man das rüber, so weit wie man haben will. Und eben, dass es hier nicht drunter, drüber rausguckt, sondern immer noch bedeckt ist. Und macht hier auf der anderen Seite genau das Gleiche. Also jetzt kann man das Band einkürzen. Und dann kann man die beiden Kreise installieren. Wenn euch was drüber rausschaut, einfach umklappen. So, Kreis Nummer 1. Und Kreis Nummer 2 kommt auch gleich. Ich habe für euch gleich noch eine Farbvariation. Ihr könnt natürlich Farben wählen, welche auch immer euch ansprechen. Ursprünglich habe ich dieses Projekt gesehen von Claudia, meiner Upline, beim Weihnachtsbasteln, beim Weihnachtsworkshop.
Vielen Dank, Claudia, für die tolle Idee an der Stelle. Das war eine Weihnachtskarte eben mit Schneeflocken drauf. Die wird es bestimmt mal zu sehen geben in der Winterzeit. Also wenn ihr Lust habt auf die Karte in Weihnachtsversion, dann schreibt mir. Meine Mutter wollte die unbedingt sehen in Maritim. Also ich weiß, mein ganzer Kanal strotzt gerade so von diesen maritimen Karten. Wenn ihr die in Maritim sehen wollt, dann schreibt mich an, schreibt es mir in die Kommentare oder eine E-Mail oder so. Dann kriegt ihr auch diese hier in Maritim. Genau, aber so ist es eben mit Blümchen, mit dem Set Pop of Petals. Und das ist diese Ziehkarte. Wirklich ganz easy gemacht, ist nicht schwer. Und ich finde die total genial. Genau, also das ist die Version in Himbeerrot und Olivgrün. Ich habe auch hier nochmal eine Version, die ist ein bisschen krachiger. Die ist in Kussrot ist das, glaube ich. Und grüner Apfel. Aber an sich seid ihr da völlig frei, Farben zu wählen. Also mein Original war in Sommerbeere und Limette, aber die Farben sind natürlich raus. Ihr könnt euch einfach aussuchen, was euch gefällt. Genau, wenn ihr eine coole Farbkombi gefunden habt, schickt mir doch ein Bild auf Facebook oder so. Ich freue mich immer total. Genau. Und das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr habt ein bisschen was gelernt, habt was mitgenommen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao. You have been stempelt.